Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos. Melanie. Angelo. Heute möchten wir euch das Tiefe Land vorstellen. Das Tiefe Land ist von Claudia und Ralf Partenheimer und bei Feuerland Spiele erschienen. Ganz kurz. In das Tiefe Land sind wir Bauern, wo du Schafe züchten und das natürlich ganz bedrohlich hinter dem Deich. Genau. Und wie da die Regeln ablaufen und was es mechanisch kann, zeige ich euch kurz im Video und dann sehen wir uns schon zum Fazit wieder. Ich habe schon mal alles für ein Zweispielerspiel vorbereitet. Wir haben hier oben den Schafsmarkt, den Hauptspielplan mit dem Wasser, dem Deich und hier unten der Schafsherde, die Ressourcenkarten. Jeder Spieler bekommt ein Einkommenstableau mit 10 Grenzteilen und 4 Häusern. Er legt einen Hofknecht hier drauf. Dann bekommt jeder Spieler einen Hofplan, baut den Hofplan so auf, wie hier abgebildet, mit den 6 Grenzteilen und den 2 Schafen und legt den Hofknecht hier unten rein. Jeder Spieler bekommt noch seine 3 Bauern mit den Stufen 2, 3 und 4. Dann wird ein Startspieler zufällig bestimmt, in dem Fall ist es der blaue Spieler. Der Startspieler bekommt 4 Münzen, die anderen Spieler bekommen 5 Münzen. Jeder Spieler bekommt noch 4 Ressourcenkarten, diese werden verdeckt gespielt. Dann baut ihr die Gebäude auf, und zwar 3 Anlagengebäude, offen aufgedeckt. Dann normale Gebäude, davon auch 3 von den Schäfchen, 3 von den Bauern und 3 Sturmflutkarten. Die Sturmflutkarten sind die einzigen, die nicht wieder aufgefüllt werden. Sprich, wenn hier ein Gebäude gebaut wird, wird sofort ein neues aufgedeckt. Die Sturmflutkarten werden nicht ersetzt. Das Setup ist so, pro Spieler ein Gebäude oder eine Sturmflutkarte, ein Sturmflutgebäude plus ein weiteres. In einem Zweispielerspiel also 3 Gebäude. Ziel des Spiels ist es, über 18 Runden seinen Hof möglichst effizient auszubauen und den Deich möglichst stabil zu bauen, um die meisten Siegpunkte zu machen. Dafür spielen wir in 3 Abschnitten, a 6 Phasen. Die erste Phase ist, wie hier auf dieser schönen Übersicht zu sehen, der Gezeitenwechsel. Beim Gezeitenwechsel prüfen wir immer das Handkartenlimit zur Zeit des Gezeitenwechsels, also nicht während den anderen Phasen, auf 8 Karten. Zu Spielbeginn haben wir natürlich nur 4, das fällt raus. Dann werden von hier 3 neue Flutkarten aufgedeckt. Ich mache das mal schnell. 1, 2, 3. Ihr seht schon, auf den Flutkarten sind Zahlen drauf. Diese zeigen an, wie viele Flutsteine hier kommen können. In dem Fall 1 bis 3, 4 bis 6, 1 bis 3. Das ist nachher wichtig, um den Damm stabil zu machen, dass er nicht unser Feld mit den Schafen überflutet. Danach wird noch im letzten Schritt eine der Flutkarten aufgedeckt. Jetzt kommt ein Flutstein hier aufs Tableau und wir wissen, für diese Runde könnten wir, müssen aber nicht, den Deich um 1 stabiler machen. Die nächste Phase ist die grüne Phase mit der 1, Bauern einsetzen. Dies ist die Hauptphase, in der wir unsere Bauern einsetzen und Aktionen machen. Schiebt jeweils immer den Marker auf die entsprechende Phase. In dem Fall sind wir auf dem ersten Feld der grünen Reihe. Wie setzt ihr nun eure Bauern ein? Zum einen haben die Bauern verschiedene Nummern. Diese geben an, wie viele Aktionen sie haben, beziehungsweise wie wertvoll sie sind. Ich gehe ganz kurz die Aktion durch und komme dann nochmal aufs Detail zurück. Mit diesem Feld, wenn ihr einen Bauern platziert, dürft ihr entweder Anlagen oder Gebäude im Wert von bis zu 4 bauen. In diesem Feld dürft ihr am Deich mit 4 Ressourcen arbeiten. Hier könnt ihr Grenzteile bauen oder verschieben, ebenfalls 4 oder weniger. Hier dürft ihr den Schafsmarkt benutzen und hier unten dürft ihr bis zu 4 Rohstoffkarten nachziehen. Beim Anlagen- oder Gebäudebau setzt ihr einen eurer Arbeiter mit einer entsprechenden Zahl ein. Warum eine entsprechende Zahl? Und zwar ist auf jeder Anlage oder Gebäude eine Anzahl an Bauern abgebildet, die ihr mindestens erfüllen müsst. Möchte ich also dieses Gebäude bzw. diese Anlage bauen, muss ich mindestens einen Dreierarbeiter einsetzen oder einen Bauern einsetzen, um mir dieses Gebäude kaufen zu können. Zum einen stehen hier oben die Ressourcen, die ich benötige, um dieses Gebäude zu bauen. Dieses Schild sind am Ende des Spiels Siegpunkte und hier sind die Vorteile, die Anlage mir bringt. Ich gebe also jetzt 2 Lehm und ein Holz ab. Dies kommt auf dem Hauptspieltableau in den Ablagestapel und nun darf ich eine dieser Anlagen irgendwo auf meinem Spielfeld verbauen. Ich dürfte sie auch zwischen Grenzteile legen, wenn wie hier ein Schaf abgebildet ist. Ich darf Büsche,
kleine Teiche oder Pfützen ebenfalls überbauen und bekomme ab jetzt den Vorteil im Spiel. Deckt nun ein neues Plättchen auf für die anderen Spieler. Hätte ich anstatt einer Anlage ein Häuschen gebaut, das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell, das kommt hier oben drauf, zählt das Häuschen oder das Gebäude zum einen als Grenzteil, sprich ich könnte meine Weide später so erweitern, weil dies nun auch ein Weidenteil ist und dies auch. Und zum anderen darf ich, wie ihr hier oben seht, maximal 4 Gebäude bauen. Jedes Mal, wenn ich ein Gebäude baue, nehme ich hier ein Gebäude weg. Mit dem ersten Gebäude schalte ich mir noch keinen Bonus in der Einkommensphase frei, aber mit dem zweiten Gebäude bekomme ich später verschiedene Boni. Ich dürfte nun eine weitere Karte ziehen, ich darf einen neuen Knecht einsetzen und am Ende bekomme ich noch eine Münze. Nun zum Deichbau. Der Deichbau läuft wie folgt ab. Ich setze wieder einen meiner Bauern mit einer beliebigen Zahl, 2 bis 4, zu dem Deichbau ein. Warum 2 bis 4? Es sagt an, wie viele Ressourcen ich abgeben kann, um am Deich zu bauen. Ich nehme meine Karten wieder zurück. Ich muss immer gleiche Ressourcen abgeben, um an dem Deich zu arbeiten. In dem Fall würde ich 2 Lehm abgeben und dürfte 2 Schritte, Melli, mach das bitte mal für mich, 2 Schritte nach oben gehen. Nun darf ich einen Mitspieler fragen, ob er sich am Deichbau beteiligen will. Für jede Ressource, die ich zum Deichbau nutze, darf ich auf diesem Track 1 nach vorne gehen. Ich frage jetzt Melli, ob sie mit nach vorne gehen möchte oder den Teich aufbauen will. Sie möchte. Das bringt nämlich auch dem Spieler, der mitbaut, Vorteile. Melli gibt ebenfalls 2 Lehm dazu. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft keine anderen Ressourcen nehmen, um am Deich weiterzubauen. Somit hätten wir jetzt 4 Ressourcen. Der Deich, das erste Deichteil wird gebaut. Melli, reicht mir das, weil mein Arm ist nicht so lang. Nun haben wir den ersten Teil des Deichs gebaut und hätten die Flut oder den Damm schon mal so sicher gemacht, dass er diese Phase übersteht, weil nachher in Phase 3 müssen wir prüfen, ob der Deich hält. Melli geht ebenfalls für ihre 2 Ressourcen 2 Schritte nach oben und wäre in diesem Fall in der nächsten Runde, nachdem wir alle Bauern eingesetzt haben, auch Startspieler. Aber da ich noch einen Bonuspunkt bekomme, weil ein Mitspieler mitgebaut hat, wäre ich nun wieder Startspieler. Wie ihr seht, ist der Deich nun mit Lehm zu Ende gebaut. Das heißt, der nächste Spieler oder auch man selber, wenn man wieder am Zug ist, darf jetzt nur noch einen Deich aus Holz oder Stein bauen. Wir machen das einfach mal als Beispiel. Wir nehmen den Stein. Wir bauen einen Stein am Deich. Damit rutscht das Lehm wieder zurück auf zum Anfang und wäre für die nächste Runde oder die nächste Phase, wo wir am Deich bauen können, wieder verfügbar. Die nächste Aktion wäre Grenzteile bauen oder versetzen. Ich kann also, das hier ist schon mal nicht zulässig, weil eine Weide nie offen sein darf. Ich resette das mal kurz, das ist ja noch von vorher so. Ich dürfte nun also ein Grenzteil bzw. 3 Grenzteile verschieben. Dabei achten, dass sie immer geschlossen sind. Oder ich baue bis zu 3 neue Grenzteile. Das läuft ebenfalls über Ressourcenkarten ab. Ich habe jetzt wieder kein passendes Beispiel. Ich nehme einfach mal die hier zurück, um das zu erklären. Ich gebe 3 gleiche Ressourcenteile ab, um 3 Aktionen zu machen. Die Verschiebeaktionen benötigen keine Ressourcenkarten. Möchte ich neue Grenzteile bauen, benötige ich Ressourcenkarten. Ich gebe 3 Leben ab und dürfte nun bis zu, bis zu 3 Grenzteile auf meinem Tableau verbauen. Warum möchte ich das machen? Zum einen brauche ich größere Weiden für Schäfchen. Die sind in der Vermehrungsphase wichtig und zum anderen baue ich wie, oder schalte ich mir wie bei den Häusern Boni frei, wenn ich Grenzteile verbaue. Die nächste Aktion wäre der Schafsmarkt. Die Zahl auf dem Bauern gibt an, wie viele Schafe ich kaufen darf vom Schafsmarkt, wenn ich sie unterbringen kann. Momentan kann ich nur ein Schaf unterbringen. Hier sehe ich die Kosten, was ein Schaf kostet. Dies kann sich im Spielverlauf durch Deichbrüche oder gehaltene Deiche verändern. Sprich, nun gebe ich 3 Münzen ab, weil der Preis für ein Schaf wären 3 Münzen. Ich würde, wenn ich hinkomme, ein Schaf kaufen und auf meine Weide positionieren. Das Geld lege ich einfach mal schnell hier oben hin. Was passiert jetzt mit den übrigen Aktionen? Nun habe ich ja noch 2 Aktionen über, weil ich ja nur ein Schaf mit der 3er gekauft habe. Aber bei jeder Aktion, wo ihr einen Bauern einsetzt und ihr nicht das volle Maximum an Bauernaktionen ausnutzt,
dürfte Karten nachziehen. In dem Fall dürfte ich 2 Karten vom Nachziehstapel bzw. aus der Auslage nehmen. Anstelle eines Schafes zu kaufen, dürfte ich auch eins meiner Schafe verkaufen, wenn in einer Reihe Platz ist. Sprich, ich könnte nun mit der Dreieraktion alle meine 3 Schafe verkaufen und sie in die unterste Reihe legen und würde nun entsprechend 9 Münzen bekommen. Die letzte Aktion ist Rohstoffkarten bekommen. Ich setze einen Arbeiter ein, entsprechend der Zahl bekomme ich neue Rohstoffkarten. Entweder aus der Auslage, wenn ich eine hier rausnehme, wird diese nicht sofort aufgefüllt, nämlich eine aus der Auslage und 2 Karten vom Nachziehstapel. Was sagt nun dieser Knecht, den wir vorher platziert haben? Der Knecht gibt immer an, wie ihr sehen könnt, plus 1, sprich mein Dreierbauer ist nun ein Viererbauer und ich dürfte eine zusätzliche Karte zählen. Die Knechte erkläre ich gleich hier oben nochmal weiter. Habe ich durch andere Aktionen einen Knecht hier oben in dem Gebäudebau platziert, muss ich ab jetzt eine Ressource Holz, Lehm oder Stein weniger bezahlen. Am Deich ist das gleiche, plus 1. Mein Dreierbauer wäre jetzt ein Viererbauer. Beim Grenzausbau ist es das gleiche, nun wäre es ein Viererbauer. Der Schafsmarkt gibt an, ich darf ab jetzt Schafe plus eine, also für eine Münze mehr verkaufen, sprich die Dreierschafe würde ich jetzt für 4 Geld verkaufen, beziehungsweise wenn ich die Dreierschafe kaufen möchte, muss ich ab jetzt eine Münze weniger bezahlen, ich bekomme die Schafe für 2 Geld. In der Verwaltungsphase rücken wir einmal den Marker nach vorne und gehen die Schritte hier oben ab. Zuerst kommt Vermehrung der Schafe. Da ich ja alle meine Schafe vorher verkauft habe, würde ich keine Vermehrung der Schafe haben. Aber als Beispiel nehme ich mal meine 2 Anfangsschafe zurück und wie das in der Natur üblich ist, machen 2 Schafe ein Baby. Dies kann ich platzieren, wenn ich noch eine geschlossene Weide über habe. Hätte ich 4 Schafe, würden 4 Schafe 2 Babys machen und so weiter. Danach kommt die Einkommensphase oder Einkommen erhalten. Jede offene Hand gibt mir Einkommen. Wir gehen das Tableau von oben nach unten durch. Hier bekomme ich eine Karte vom Nachziehstapel. Hier wird übrigens sofort wieder aufgefüllt, wenn der Spieler seine Aktion gemacht hat. Da ich schon 2 Grenzteile gebaut habe, bekomme ich wieder eine Karte vom Nachziehstapel. Und so kann ich über andere Gebäudeaktionen immer mehr Einkommen bekommen. Auch hier gibt es Einkommen und so weiter. Dann die nächste Phase, Rückkehr der Bauern. Jeder Spieler nimmt einfach seine Bauern wieder vor sich zurück und somit bereit für die nächste Runde. Dann wird der Schafsmarkt wieder zurückgesetzt, sprich Melli gibt uns jetzt entsprechend ein neues Schaf auf den Track. Dann schauen wir, ob es einen Startspielerwechsel gibt. Und zwar immer der Spieler, der vorne ist, beziehungsweise der Spieler, der oben ist, wird neuer Startspieler. In dem Fall bleibt blau Startspieler, nichts ändert sich. Danach deckt Melli jetzt die Flutkarte auf und wir schauen, wie viele Flutwellen auf uns zutreffen. Wir haben 4 neue Flutsteine, die platzieren wir und wissen nun, wir müssen aufpassen, weil in Phase 3 wird geprüft, ob der Deich hält. Würde es so in Phase 3 aussehen, würde der Deich nicht halten und wir würden einen Malus bekommen. Nun kämen wir wieder in die nächste Phase, Bauern einsetzen. Wir schieben den Marker nach oben, dürfen unsere Bauern einsetzen, machen die entsprechenden Aktionen, bauen entweder neue Gebäude, hier fehlt eins, bauen am Deich, verkaufen Schafe und so weiter. Haben wir alles wieder gemacht, kommt wieder die zweite Phase mit der Vermehrung der Schafe, Einkommen erhalten, Bauern zurücknehmen und kommen dann in Phase 3. Was passiert nun in Phase 3 Hochwasser? Zuerst schauen wir, würde der Deich halten. Hier haben wir natürlich in den Runden davor noch eine Karte aufdecken müssen. Nun schauen wir, hält der Deich? In diesem Fall würde der Deich nicht halten und wir würden den Malus bekommen. Ab jetzt sind Punkte am Spielende für den Deich 2 Siegpunkte, entsprechend der Marke hier wert. Darauf gehe ich nachher nochmal ein. Was wäre passiert, wenn der Deich Melanie, nicht der Deich Melanie, sondern Melanie gibt mir ein Deichteil. Danke. Was wäre passiert, wenn der Deich gehalten hätte? Hätte wie jetzt der Deich gehalten, weil das Wasser nicht dran vorbeikommt, bekommen wir einen Bonus. Und zwar sind ab jetzt unsere Schafe 1 Geld mehr wert.
Warum ist es denn wichtig, am Deich zu arbeiten? Zum einen, weil wir möchten, dass unsere Schafe mehr wert sind. Und zum anderen entferne ich das hier nochmal, um zu sehen, was passiert, wenn der Deich nicht hält. Wenn der Deich nicht hält, kriegen wir einmal den Malus, dass die Schafe später immer weniger wert werden. Dafür die Punkte für den Deichbau. Und zum anderen, ich mache das mal als Beispiel, bekommen alle Spieler, die hinter dem Startspieler sind, einen Malus. Und zwar für jeden Punkt zwischen den Spielern bekommen sie einen Malusmarker, einen Deich-Minusmarker. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ich werde es einblenden. Diese sind am Ende des Spiels Minuspunkte wert. Der gelbe Spieler bekommt nun also wie viele? 2 Malusmarker. Auf was ich noch nicht eingegangen bin, ist, jedes Mal, wenn ihr am Deich baut und die Schritte nach vorne geht, seht ihr hier verschiedene Marker. Und zwar sind das immer Sofortboni. Sobald ein Spieler diesen Bonus erreicht, darf er sich nun aussuchen, ob er 2 Münzen bekommt oder ob er sofort ein neues Grenzteil ausbaut. Und dann geht das eben so weiter. Ihr dürft 2 Münzen nehmen oder ihr dürft eine Flutwelle entfernen. Danach würde wieder der Gezeitenwechsel kommen. Ich erkläre das nochmal kurz, weil jetzt dürfen wir wieder ein maximales Handkartenlimit von 8 haben. In dem Fall tritt das nicht ein. Hätten wir mehr als 8 Handkarten, müssen wir entsprechend Karten abwerfen. Dann würden neue Flutkarten aufgedeckt bzw. ausgelegt. Die erste wird aufgedeckt, spielt dann so lange nach den Regeln weiter, bis ihr hier oben ankommt. Im letzten Schritt Verwaltung werden nur die ersten beiden Phasen gespielt. Und die 6. Phase. Sprich, wir bekommen noch einmal Vermehrung der Schafe, wenn möglich, bekommen nochmal entsprechend Einkommen. Die Phase 3, 4 und 5 findet hier oben nicht mehr statt. Dann wird noch einmal die Phase 6, die Flutkarte aufdecken, gemacht. Es würden entsprechend neue Flutsteine kommen. Wie ihr seht, haben wir nicht fleißig am Deich gearbeitet. Danach kommen wir wieder in Schritt 3. Hochwasser. Wir prüfen entsprechend der Regel, hält der Deich, hält er nicht, bekommen Bonus oder Malus. Spieler, die hinten sind, bekommen entsprechend Marker. Und danach kommen in die letzte Phase, die Sturmflut. In der Phase Sturmflut checken wir als erstes Hofausbauten auf unserem Tableau, die so ein Ausrufezeichen haben. Sprich, haben wir Gebäude oder eventuell auch Anlagen gebaut, die ein Ausrufezeichen haben, würden die nun gewertet werden. Was diese machen, schaut ihr am besten in die Anleitung, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, das zu erklären. Nun schauen wir, hält der Deich? Würde der Deich halten, also dieser hält nicht, aber würde der Deich halten, dürften nun alle Spieler ihre Deichbruchmarker, so heißen die nämlich, ihre Deichbruchmarker ohne Auswirkung abwerfen. Also es lohnt sich am Ende vielleicht doch noch, den Deich stabil zu machen, damit wir keinen Malus bekommen. Hat der Deich wie jetzt nicht gehalten, müssen die Spieler, die diese Deichbruchmarker, was ein Zungenbrecher haben, pro Deichbruchmarker 1 ihre Schafe abgeben. Sprich 2 Marker, ich müsste nun 2 Schafe abgeben. Könnt ihr aufgrund eures Maluses keine Schafe abgeben oder nicht genug? Das gebe ich hierfür ab und für das müsste ich nun 3 Taler bezahlen. Kann ich auch keine 3 Taler bezahlen, bekommt ihr einfach entsprechend Minuspunkte auf diesem kleinen Block abgebildet. Nun kommen wir zur Punktewertung. Ihr habt einen kleinen Block beim Spiel dabei, das ist immer sehr praktisch. Ihr tragt hier oben die Namen ein. Und dann geht es los mit der Punktevergabe. Zuerst werden die Sonderpunkte gewertet. Sonderpunkte sind Punkte, die über Gebäude entstanden sind, die das Ausrufezeichen haben. Geht entsprechend die Karte durch, das Gebäude durch und gebt euch hier die entsprechenden Punkte. Danach bekommt ihr für Schafe Punkte. Schafe sind immer Punkte wert, so viel wie der Marker hier anzeigt. In dem Fall pro Schaf 3 Siegpunkte. Rechnet eure Schafe zusammen, wenn ihr noch welche habt, und gebt euch Punkte. Danach kommen die Deichpunkte. Die Deichpunkte bekommt ihr, indem ihr schaut, auf welcher Position ist der Deichpunktmarker und wo seid ihr mit eurer Spielfigur. In dem Fall bekommt ihr diesen Wert 2 mal 2. Wärt ihr mit eurer Figur hier, würdet ihr 2 mal 8 Punkte bekommen und tragt sie hier ein. Danach schaut ihr auf eurem Hof die Gebäude und Anlagen, die haben 0 oder wie hier Siegpunkte abgebildet, rechnet alle Gebäude entsprechend zusammen und tragt sie hier ein.
Danach bekommt ihr noch einen Siegpunkt pro Taler, nicht Münzen, die ihr in eurem Vorrat habt und legt sie hier rein. Dann kommen wir noch zu den Baustoffkarten. Jede Baustoffkarte, die ihr noch auf der Hand habt, sind Siegpunkte. Und zwar zwei Karten sind ein Siegpunkt wert. In dem Fall habe ich drei, hätte ich nur einen Siegpunkt. Schreibt die Gesamtpunkte hier unten auf. Der Spieler mit den meisten Punkten hat das Spiel gewonnen. So, jetzt sind wir wieder da zum Fazit. Bei Das tiefe Land hat ja jeder sein eigenes Tableau und setzt da sozusagen seine Bauern ein. Genau. Und ist also so ein kleines Worker Placement, aber trotz allem semi-kooperativ, weil man sollte schauen, dass der Deich nicht bricht. Das ist eigentlich auch somit eines der coolsten Elemente an dem Spiel, weil man ja mit diesem baue ich am Deich, baue ich nicht am Deich, lasse ich die Schafe wertvoller sein oder schlechter durch den Deichbruch, habe ich so ein bisschen wie das Zünglein an der Waage. Also ich kann so ein bisschen beeinflussen, was machen die anderen. Ich muss aber selber auch aufpassen, dass die nicht zu sehr am Deich bauen und nachher super gute Punkte für kriegen und ich mache eben nichts. Also hat uns richtig, richtig gut gefallen. Genau, was ich auch finde, natürlich der Deichbau bringt euch auf der Punkteleiste nachher voran. Ihr habt bei der Sturmflut eben nicht den negativen Effekt, aber das kann ganz schnell sich ändern mit dem Deichbau. Lass einen mal kurz bauen und zack ist er vorne und dann hat eben der andere den negativen Effekt. Also man sollte da schon die anderen Spieler mit im Auge behalten, definitiv. Und wie Melli schon gesagt hat, ist es in Anführungszeichen ein leichtes Worker Placement, was aber nicht die Komplexität im Spiel jetzt als zu leicht darstellen soll. Sondern man hat halt die drei Arbeiter, das ist schon mal weniger, als man vielleicht in anderen Spielen hat. Man bekommt auch nicht wie in anderen Spielen im späteren Verlauf des Spiels noch einen Arbeiter dazu, sondern man hat die drei Arbeiter. Man kann die zwar mit diesen Knechten noch wertvoller machen, aus einer 4 und einer 5, aber die Grundmechanik ist eigentlich simpel, die Regeln sind schön simpel und trotzdem hat es eine angenehme Komplexität. Mhm, auf jeden Fall. Was mich auch so, Melli, so ein bisschen an Agricola erinnert hat. Ja, definitiv. Wobei bei Agricola ist man eben immer hinterher essen, essen, essen. Genau, und deswegen wäre es für uns eigentlich, wenn man auf sowas Lust hat und einem Agricola jetzt nicht so gut gefallen hat, wäre für uns ganz klar Das tiefe Land das bessere Agricola. Ich weiß, das werden jetzt andere anders sehen, aber ganz sicher werden wir da auch einen Shitstorm dafür ernten. Wir haben mit dem Spiel einfach mehr Spaß gehabt, weil es eben nicht diesen Nonstop-Druck aufbaut, dass man hier quasi... Es stresst einen nicht ganz so, oh Gott, wo kriege ich jetzt noch Nahrung her? Ich wollte aber noch das und das und das machen. Genau, das hat dieses Spiel auch ein bisschen. Gucke ich nach mir, baue ich meinen Hof aus, schaue, dass ich mehr Schafe habe, habe ich das, habe ich jenes, habe ich Sell, oder baue ich ständig am Damm, oder Deich, sorry, Deich. Oftmals ist es einem auch nicht möglich, da mitzubauen, weil man einfach nicht die Ressourcen dazu hat. Also es kommt schon auch so ein bisschen das Gefühl auf, wie bei Agricola, wir müssen es jetzt hier so oft erwähnen, aber es ist halt so, baue ich jetzt das Gebäude bei Das tiefe Land oder baue ich am Deich mit, aber ich möchte den Bonus von dem Gebäude jetzt haben. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Feeling, deswegen vergleichen wir das ab und zu auch mit Agricola, aber es geht um Das tiefe Land und für uns Das tiefe Land echt sehr gelungen. Ganz großer Hit 2018. Hat uns super gut gefallen. Ich mag auch das Artwork eigentlich gerne. Das ist so richtig schön norddeutsch und auch im Spiel selber finde ich toll mit dem Punkteanzeiger oder mit dem Phasenanzeiger. Da ist wie so ein Wasserstandsmarker aufgebaut. Genau. Total super. Die Deichteile sind auch richtig schön mit dem Holz. Genau, die ganzen Spielmaterialien, was man hat, ist aus Holz. Es ist einfach schön gemacht. Die Farben sind toll. Also für uns wirklich... Absoluter Hit bei uns geworden, ja. Auf jeden Fall. Was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, ist jetzt schwer zu sagen. Vielleicht gerade das, was wir gerade gelobt haben, dass es nicht so komplex ist, ist vielleicht eine kleine Schwäche, wenn man sich jetzt hier was anderes erwartet hat, bei Feuerland oder so. Ja. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also wirklich, wirklich schlimm ist es nicht, aber wer sich eben da was anderes gedacht hat... Das einzig Negative kann natürlich sein, wenn dein Mitspieler oder deine Mitspieler nicht am Deich bauen, er ziemlich vorne ist und du einfach nur Pech hast, es läuft einfach nicht und dann kann es mal frustrierend sein, aber das ist
bei jedem Spiel glückslastig. Ja. Und also diesen semi-kooperativen Part muss man halt mögen oder auch nicht. Ja. Das ist dann vielleicht nicht jedermanns Sache, weil man nicht wie bei anderen Spielen so vor sich hin puzzelt und man kann einem nicht groß in die Parade fahren, außer vielleicht mal eine Aktion wegnehmen. Das kann hier nicht passieren. Genau. Dafür hat man halt hier, wenn der eine am Damm baut und der andere eben nicht, dann kann das vielleicht mal zu Frust führen oder auch nicht. Ja. Ja, das war's von uns. Tiefe Land, ganz große Empfehlung von uns. Hat uns super gut gefallen. Irgendwie relativ unbekannt auch. Man sieht es nicht so oft im Local Store. Vielleicht liegt Sarah das Feuerland da nicht so viel. Ja, leider ein bisschen untergegangen. Ja, auf jeden Fall schaut es euch an. Ganz tolles Spiel. Das war's von uns. Und wie bis immer, zum nächsten Mal dann. Daumen hoch, Kommentar da lassen. Sehen wir uns ja in Essen. Genau. Ciao. Ciao.